Servus zusammen. Heute geht es wieder um eine unbestimmte Campo-Notus. Die Campo-Notus ist aus Südamerika, aus Brasilien, genauer gesagt aus Bahia. Ne? Ist eine sehr, sehr schöne Campo-Notus, gefällt mir relativ gut. Ist wunderschön rot gefärbt. Sieht man hier im Video leider nicht so sehr. Nimmt auch. Genauso wie die anderen, die ich aktuell in der Gründungsphase habe, Futtertiere an. Hier zum Beispiel ist ein Stück Schokoschabe, wo sie halt dran lutscht, labt oder frisst. Ja. Die Campo-Notus ist ja, auch knapp 2 Wochen bei mir jetzt. Gründung bei ihr läuft relativ gut. Sie hat auch Larven, Eier. Ja. Bin also sehr zufrieden mit dem Fortschritt. Ist ja von den Campo-Notus, die ich bisher gesehen habe, wirklich echt ein sehr, sehr schönes Tier. Wird man sehen, wie die weitere Gründung bei ihr verläuft. Ich habe meine ganzen Tiere bei ja, 26 bis 28 Grad in der Gründung und relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Also die Reagenzgläser, die sind in einer Art Brutschrank. Die Luftfeuchtigkeit gesteuert wird und die Temperatur. Ja. Entschuldigung natürlich für das Verwackeln. Ich habe meine professionelle Fotoausrüstung gerade nicht da. Die ist nur im Karton. Ich mache die Videos nur im Handy. Wenn ihr einfach mehr sehen wollt, ja, bleibt dran. Gibt bald weitere Videos. Dankeschön.